Hallo und willkommen zu Let's Play Risen 3 Titanfall. Eigentlich kann ich mich auch rollenweise. Das ist ja eigentlich nur Weg B, den ich jetzt gehe. Ja, ja, ein Schlag reicht doch. Meine Güte. Geht das dann eigentlich kaputt, wenn ich darauf schieße? Nö. Keine Wirkung. So, ich wollte nur mal gucken, aber das ist einfach nur Weg B. Hell war der Mond und die Nacht voll Schatten. Das ist, was mir aufgefallen ist, das läuft ja darauf hinaus, man soll einen Zauberer finden, der die Seele befreit. Und das läuft bei allen Inseln gleich ab. Man muss eine Aufgabe erledigen, um das zu schaffen. Und diese Aufgabe... Wo komme ich denn da hin? Ach, da geht's zum Obelisken. Ich wollte da zum Schiff. Indem man hier ist, dass zum Beispiel man soll drei Kristallminen erledigen. Man soll vier Kristallminen erledigen und ach, das war das Redenschild noch. Und drei hat man gemacht und die vierte, da muss man jetzt hier den Oberheckmeck für machen. Die Schrotflinte lohnt sich. Flinten lohnen sich. Jetzt siehst du mal deine Knarre. Roll dich doch mal weg. Und nimm irgendwas. Da diese Taste. Ach, schon kaputt. Kann ich den looten? Jo. So, da sind wir gleich beim Schiffswrack. Das hat mich jetzt doch zu sehr interessiert. Da ist das Schiff. Ach, bin ich jetzt schon bei diesem Obertypen da? Schon wieder ein Gegner. Zieh deine Waffe. Unfair, haut ab. Der Lippo ist so unfair, denn das muss so sein. Sonst ist er nur an Lappen und schlägt ja auch kein Schwein. Das ist aber blöd hier. Verdammt, ich hasse diese Schlenker. Die habe ich in anderen Spielen auch schon erlebt. So, da ist dieser Obelisk. Da will ich eigentlich... Das ist doch nur ein Schiffswrack. Das kann also kein richtiges Schiff sein. Vielleicht würde ich mal speichern. Fallout 3, 120 Stunden, Risen 3, 260 Stunden.
Das ist nur blöd hier, wenn ich hiervon hochlade. Dann, ach, das ist doch das Schiff da. Und hier ist noch dieses Wrack. Das Schiff jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Vielleicht sollten wir es uns gründlich ansehen. Dieses Wasser hier scheint alles andere als gesund zu sein. Was mich eher stutzig macht, ist das da. Das habe ich nämlich schon oft gesehen, das Schiff. Na gut, das ist wahrscheinlich nicht den Skill, um sich da jetzt hochzuziehen, warum auch immer. Das kann nicht sein, dass da jetzt der Kämpfer jetzt den Skill hat, sich da hochzuziehen. Warum zieht er sich nicht da hoch? In jedem anderen Spiel zieht er sich doch da hoch. Das kann doch nicht sein hier. Was war das denn für ein... Ach so, da vorne ist irgendwo eine Treppe. Das kann doch nicht sein. Da muss ich doch irgendwo hochziehen können hier. Ach, hier ist es. Na, ich wollte es halt komplizierter machen. Ja, der Stein in meiner Hand. Bring mich in ein fernes Land. Da ist nichts. Ja, da fragt sie auch, wie hat der Lippo das gemacht? Wie ist da nur hochgekommen? Ich finde den Weg nicht. Aber eins muss ich schon ehrlich sagen. So sehr mir das Spiel auch gefällt, aber von der Story her, also rein storytechnisch, ist die Story doch eigentlich egal. Ja gut, man muss jetzt hier... Man ist jetzt, hat jetzt eine Seele verloren an Schattenreich und man muss jetzt einen Zauberer, Schaman, was auch immer, Mediziner, whatever finden, der einen jetzt die Seele zurückgibt. Und daraufhin ist man jetzt hier unterwegs und erledigt halt diese Quests. Aber richtig, dass man jetzt sagen würde, dass das der rote Faden ist an Story, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das war, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch Fallout 3 nicht so roter Fadenmäßig durchgespielt. Da habe ich auch mehr erkundet als alles andere und hinterher, ja. Aber da war trotzdem, da war A, B, C, D, E so questmäßig. Und hier ist es eigentlich eher Kraut und Rüben und irgendwie passt dann alles zusammen. Man hat halt hinterher, Achtung, Spoilerwarnung. Das war halt bei Fallout war halt das Ziel, dieses Wasser wieder mit so einer Art Mechanismus oder was das da ist, wieder trinkbar zu machen und damit hat man ich weiß nicht mal, wie das Land da geheißen hat bei Fallout. Auf jeden Fall hat man die dann gerettet. Dann würde ich mal sagen, wäre es ratsam, eine andere Waffe zu nehmen. Ja gut, hat doch lange gehalten, die Waffe. Rechte Hand, dann nehmen wir mal die Piratenbüchse. Und dann benutzbares. Ich brauche was reinhaut, was also nicht 5 Jahre braucht, bis es wirkt. Keine Munition. Ach ja, generell keine Munition mehr. Die Munition ist ja kompatibel zu den Waffen. Ich bin ja so davon bescheuert. Meine Güte. Meisterschwert ist aber scheiße meisterlich. Hallo? Lass mich mal in Ruhe. Zielen hier.
Genau, in mir. Während er stundenlang da ergebnislos drauf eingeschlagen hat, kam da Lippo um die Ecke, hat einmal mit dem linken Ei gezwinkert und zack, war der Gegner tot. Das ist kein Ende mit den Biestern. Hallo? Was ich auch hier ein bisschen schade finde, ist... Meine Güte. Dass eigentlich diese Quests, ich will nicht sagen bedeutungslos sind, aber die Wahnsinnsbedeutung haben die auch nicht. Wie jetzt sich behaupten, dass bei Fallout 4, die Fallout 3, ja gut, Fallout 4 habe ich auch gespielt. Wow. Ich kann ja mal gucken, was ich hier aufrüsten kann. 2 Minuten noch. Was habe ich noch? Ich kann Härte nicht mehr aufrüsten. Es geht aber mehr. Man sieht das hier. Da ist ja noch eine Lücke frei. Fingerfertigkeit für Truden. Magie mache ich mal. Ich weiß nicht, wann ich mal... Oder Nahkampf. Ich mache, glaube ich, mal Nahkampf. Meistens bin ich ja beim Nahkampf am Werk hier. So nahkampftechnisch bei der Sache. Den Move habe ich auch schon lange nicht mal gesehen. Ich muss ja erstmal. Ja, versuch mal da. Ich loote mal ein bisschen. Ist er tot? Bedeutet man bewusstlos? Ich glaube, bevor ich mich daneben lege, sollte ich mal doch lieber was nehmen. Kannst wieder aufstehen. Oh, was ist passiert? Ach, hier wieder sind. Tschüss, bis zum nächsten Mal.